zum einen für Zeitungen und Zeitschriften, meistens Porträts, also große Reportagen. Tut mir total leid. Gibt's nicht mehr? Doch, wir müssen nochmal neu anfangen. Okay. Das ist das erste Mal, dass es passiert, aber es lag an mir. Ich habe auf den Audio nicht auf Start gedrückt. Ach so. Insofern. Herzlich willkommen, Bettina Blindner. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Ich wollte dich immer schon mal kennenlernen und euch wollte ich immer schon mal kennenlernen. Ich habe schon ganz, ganz viel von dieser Veranstaltung gehört. Nein, also wir fangen an. Ja, ich hatte gesagt, ich bin Fotografin, freie Fotografin, werde vertreten von Live. Das ist eine Agentur hier in Köln und mittlerweile sind wir haben, glaube ich, also ich bin dazugekommen, als es 8 waren. Mittlerweile sind es 400, die da in dieser Agentur sind. Und ich mache eigentlich so zwei Standbeine, habe ich schon gesagt. Zum einen sind das eben Auftragsarbeiten, zum anderen freie Arbeiten. Die Auftragsarbeiten sind in der Regel eben für Zeitschriften und Zeitungen. Und dann sind es eigentlich Porträts. Also es gibt jedenfalls nicht für mich, ich weiß nicht, wie es den Kollegen sonst geht, kaum noch Aufträge für Reportagen. Also sind meistens Porträts, die ich dann sogar ein Fototermin. Und das andere, die anderen Auftragsarbeiten, das ist eigentlich meine Haupteinnahmequelle. Das sind Aufträge für NGOs, für gemeinnützige Stiftungen, für Hilfswerke. Für die ich, und das ist jetzt das Spannende, ziemlich viel unterwegs sein kann. Und daraus werden dann die Plakate, die sie brauchen, oder auch Reportagen, die dann in den eigenen Publikationen veröffentlicht werden und manchmal eben auch in normalen Zeitschriften sozusagen. Dass man sozusagen einmal eine Reportage macht, die für dieses Hilfswerk ist und zum anderen ich mich immer darum bemühe, dass es dann auch noch mal als Reportage irgendwo veröffentlicht wird. Bei den freien Arbeiten, da arbeite ich eigentlich immer seriell. Also das sind immer Arbeiten über einen etwas längeren Zeitraum, immer Serien. Und diese freien Arbeiten, die biete ich dann sozusagen hinterher an. Also die meisten Arbeiten, die ich euch heute zeige, es sind eigentlich nur 4, sind freie Arbeiten. Denn das mache ich auch viel lieber. Und ich mache es extra, ich biete sie extra meistens vorher nicht an, weil dann kann ich sie genauso machen, wie ich sie machen will. Also ich kann dann wirklich die Arbeit, genau, es redet mir niemand rein. Und ich kann dann wirklich das machen, was ich will. Und die dann erst später und meistens, oder bisher hat es fast immer geklappt, dass ich die danach dann verkauft habe. Diese freien Arbeiten, das sind oft soziale Themen, politische Themen, also Themen, die ich wichtig finde, die mir irgendwie über den Weg laufen, zu einer Frage, die ich mir stelle, wo ich mehr erfahren will. Und das Schöne bei den freien Arbeiten ist, dass man eigentlich immer anders reingeht, rausgeht, als man reingegangen ist. Also dass man immer was erfährt, also dass die Kamera sozusagen ein Schlüssel ist, den ich benutze, um irgendeine Welt sozusagen, die mir vorher verschlossen war, aufzuschließen und zu sagen, ich habe hier ein paar Fragen, ich möchte ein paar Fotos machen. Und meistens kommt man dann damit rein und erfährt einfach ganz viel. Diese freien Arbeiten, die münden dann auch meistens in Ausstellungen, in Büchern. Ich habe auch viele Installationen im öffentlichen Raum gemacht. Also da kann ich sozusagen damit umgehen, wie ich will. Bei den Büchern, muss ich sagen, habe ich noch niemals Bücher gemacht, die ich selber bezahlt habe. Und ich finde das auch eine ziemlich schräge Entwicklung, dass es so Pay-Verlage gibt, die den Fotografen die Arbeit abnimmt und wo die Fotografen sozusagen Geld dafür bezahlen, dass ihre Arbeit publiziert wird. Also das lehne ich zutiefst ab. Ich finde, man muss versuchen, die Arbeit so zu machen und einen Verlag dafür so zu interessieren, weil nur dann wird er sich wirklich dafür einsetzen, diese Arbeit auch gut zu verkaufen. Charakteristisch für meine Arbeiten ist oft, dass es Diskussionen gibt darum. Das ist etwas, was ich nicht einplane, das muss ich ganz klar sagen, aber es passiert. Also
Es ist immer so, dass es Debatten, also meistens so, dass es Debatten auslöst. Und das finde ich mittlerweile spannend. Am Anfang hat mich das überrascht und manchmal auch gedacht, was ist denn jetzt los? Wieso löst das so eine Diskussion aus? Aber mittlerweile, finde ich, gehört es mit dazu. Und ich finde es interessant, was sich danach ergibt. So, jetzt rede ich nicht mal weiter, sondern fange mal an mit der ersten Arbeit. Die heißt, ich bin stolz, ein Rechter zu sein. Die ist 20 Jahre alt. Aber sie ist jetzt wieder so aktuell, dass ich gedacht habe, jetzt zeige ich euch mal was von dieser Arbeit. Das war 2003, eine Installation auf der Art hier in Köln. Und das sind lauter, wird es auch da gezeigt? Ja, sind lauter rechte Jugendliche. Und zwar hat sich die Arbeit so ergeben, dass ich in einer anderen Arbeit stecken geblieben war. Also irgendwie was nicht funktionierte. Ich meine, ich denke, ein paar von euch kennen das, dass man irgendwas anfängt und denkt, wow, jetzt mache ich eine ganz tolle Arbeit und die funktioniert überhaupt nicht. War irgendwie eine totale Kopfgeburt. Und ich bin ein bisschen frustriert aus diesem Park, wo ich fotografieren wollte, ins Auto gestiegen. Und vor mir stiegen dann plötzlich vier so Typen in ihren Trabi ein. Wir schreiben, wie gesagt, das Jahr 2000, die so rasierte Köpfe hatten und Bomberjacken und Springerstiefel. Und dann dachte ich, ich habe jetzt eh nichts zu tun, jetzt fahre ich den mal hinterher. Und bin hinter denen hergefahren. Also ich wollte einfach wissen, wo die jetzt hinfahren. Und bin hinter denen hergefahren. Und das ging immer weiter. Also es waren Berlin, Berlin-Marzahn, Berlin-Hellersdorf. Und irgendwann habe ich die dann aus den Augen verloren. Aber was ich entdeckt habe, ist, dass da ganz viele so aussehen. Ich dachte, was ist denn hier los? Das kann doch gar nicht sein. Und bin am nächsten Tag mit meiner Mamiya Mittelformat, also ich weiß nicht, wer die noch kennt, so ein Klotz ist das mit Film, bin ich da wieder hin und habe diese Jungs auf der Straße angesprochen. Und meine Frage war, bist du rechts? Und wenn ja, was ist denn das? Was heißt das? Und das waren ihre Antworten. Nochmal die Art. Es hat also wahnsinnige Diskussionen verursacht, weil man gesagt hat, ich hätte da drunter schreiben müssen, ich bin dagegen. Also ich hätte diese Aussagen nicht zulassen dürfen. Und das ist aber genau mein Ansatz eigentlich. Ich möchte, dass man das so aufnimmt und sich selber Gedanken macht und nicht von mir sozusagen vorgekaut kriegt, was man zu denken hat. Wobei, wenn man genau hinguckt, ist natürlich meine Haltung durchaus zu sehen und durchaus zu erkennen. Es ist nicht so, dass ich die einfach so hab reden lassen. Also wenn man sich dann zum Beispiel den hier nochmal anguckt, da ist ja auch meine Frage drin. Kennst du Juden? Oder du hast ja selber einen jüdischen Namen oder so. Also meine Haltung ist schon drin zu erkennen, aber es ist eben, es kommt eben nicht so holzhammerartig rüber. Das, bei dieser Arbeit ist es mir passiert, dass eine Israelin da war und gesagt hat, ich finde es eine absolute Unverschämtheit, was sie hier machen. Sie geben denen ein Forum und dann habe ich gesagt, jetzt lesen Sie die Texte in Ruhe und die gucken sich die Bilder in Ruhe an und dann können wir darüber sprechen. Und dann hat sie das gemacht und ist Wut in Brand weggegangen und kam dann nach 4 Stunden wieder. Also 4 Stunden hat das in der gearbeitet und hat dann gesagt, ich habe jetzt verstanden, was sie gemacht haben. Ich habe das hin und her gewendet und mir ist klar, dass sie also eine kritische Haltung dazu haben. Ich habe diese Texte, das musste erst mal so ein bisschen sacken sozusagen. Diese Arbeit ist überhaupt nicht veröffentlicht worden. Jetzt, 20 Jahre später, hat die Zeit mal so 3 Bilder davon abgedruckt. Aber das ist zum Beispiel... Die ist 20 Jahre alt und
Das ist jetzt gerade, also das war so eine Arbeit, die ich gemacht habe, weil ich das wichtig fand und die dann eben in eine Ausstellung gemündet ist, aber die jetzt erst gerade abgedruckt worden, weil sich das niemand getraut hat, diese Arbeit zu drucken. Das ist die nächste Arbeit, Freier. Auch bei der Arbeit, die Freier, hat es so angefangen, dass ich mir die Frage gestellt habe, also es gab so eine Diskussion, warum gehen, wie geraten Frauen in die Prostitution und so. Und dann habe ich mich gefragt, wie geraten denn die Männer da eigentlich rein, also ins Bordell. Und ja, und habe dann Kontakt aufgenommen zu einem Bordellbesitzer in Stuttgart und ihn gefragt, ob ich da 10 Tage meine Zelte aufschlagen könnte. Ich hatte die Arbeit, das ist eine der wenigen, die habe ich vorher angeboten, dem Stern, weil ich gerne so ein Medium im Rücken haben wollte für die Anfrage. Und das hat auch funktioniert, denn dieser Bordellbesitzer hat sich natürlich eine Werbung davon versprochen, dadurch, dass es im Stern veröffentlicht wird, und hat mir zugesagt. Der Stern hat übrigens gesagt, das schaffst du nie. Unmöglich, aber wenn du es schaffst, bringen wir es. Und dann habe ich gesagt, okay, gucken wir mal. Das ist der Eingangsbereich, denn da durfte ich gar nicht fotografieren. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie das da aussieht. Das ist so auf 1001 Nacht gebrasselt da. Und da holt man sich dann die Bademäntel ab und geht dann hier rein. Und das ist die Theke, an der ich mit vielen anderen Frauen stand, die alle nackt waren, bis auf die Handtasche. Es ist ein sehr seltsames Bild. Die haben nur Schuhe und eine Handtasche um und sind ansonsten nackt. Und ich habe da gestanden mit denen und habe auch die Männer angesprochen. Ich war angezogen und habe sie gefragt, ob sie mitmachen würden. Es hat 4 Tage lang nichts, überhaupt nicht funktioniert. Und ich dachte, okay, die haben recht, es geht nicht. Und dann kam der Erste und hat mitgemacht. Und da wusste ich, wenn es einer macht, dann machen es auch mehrere. Ich bin dann immer hoch mit denen ins Zimmer gegangen. Also ich hatte vorher mein Licht da aufgebaut. Und die hat dann gefragt, warum bist du hier? Ja, das hat die Reinigungskraft gemacht. Wieso machen die das? Das ist die Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Um euch die Wahrheit zu sagen, ganz genau weiß ich es nicht. Ich kann nur sagen, wie ich arbeite. Ich arbeite immer mit offenen Karten. Ich sage immer, was ich mache. Ich zeige ihnen die Bilder und lese ihnen die Texte vor. Schreibe die auf und lasse mir das natürlich autorisieren. Ich nehme die Leute schon sehr ernst. Also es ist so, dass ich selber eine Haltung dazu habe. Ich fände eine Welt ohne Prostitution eine bessere Welt und finde es absolut inakzeptabel, dass jemand anders kauft, um Sex mit ihm zu haben. Andererseits will ich ja von den Leuten wirklich erfahren, was sie denken. Das heißt, ich muss meine Haltung, die habe ich im Hintergrund, aber ich muss mich trotzdem so offen machen, dass ich höre, was die Leute sagen und dass ich das auch verstehen kann, was sie das sagen. Das ist eine Arbeitsmethode, die über lange Strecken große Ambivalenzen aushalten muss. Das ist ziemlich anstrengend und irgendwann kommt auch immer der Moment, wo das kippt. Also den ich schon kenne, also wo ich sehe, ich bin da jetzt so weit drin in dem Denken. Ich bin dann ja, also ihr müsst euch vorstellen, ich gehe da rein, ich bin da 10 Tage nur in diesem Milieu und dann sind dann die Hells Angels super nett plötzlich. Ne? Also man kennt die Leute dann, das ist dann noch ein normales Umfeld dann und es wird sehr schnell normal.
Das heißt, ich verstehe dann irgendwann alles und finde das auch alles ganz prima und kenne den Moment, und wo das kippt. Und dann, den kenne ich jetzt schon. Früher hat mir das Angst gemacht. Da dachte ich, was ist denn jetzt los? Wieso verstehe ich das denn alles? Jetzt kenne ich den und dann weiß ich, ich muss einen Tag Pause machen und nutze den dann immer, diesen Tag Pause, um mir die andere Seite wieder reinzuholen. Also ich bin dann in dem Fall ins La Strada gegangen. Das ist ein Café, ein Straßencafé für Prostituierte, wo die für 5 Euro einen Job machen und wo die was zu essen kriegen, weil sie oft nicht genug zu essen haben. Das sind so die harte Lebensrealität dieser Frauen. Und dann hole ich mir, dann mittle ich mich wieder. Dann weiß ich wieder, ah ja, das ist die andere Seite. So, so kann ich mich dann wieder sozusagen neutral oder wieder in der Mitte dem nähern. Ja, die Arbeit hatte auch eine wahnsinnige Resonanz nach der Veröffentlichung. Und ist vor allem im Internet mit verschiedenen Untertiteln geteilt worden. Das fand ich immer ganz komisch. Ich habe das so mitgekriegt, dass plötzlich auch mit chinesischen Untertiteln, mit israelischen und so weiter. Und irgendwann habe ich auch gesehen, war sie in der Schweiz angekommen nach einem halben Jahr. Also hat einmal die Welt umrundet. Witzigerweise in Österreich gab es eine Zeitung, eine große Boulevardzeitung, News heißt sie, die hat es 1:1 nachgestellt. Die haben genau meine Zitate genommen, haben irgendwelche Leute genommen und die ins Fitnessstudio gestellt. Also es war, ich habe es leider erst viel zu spät erfahren. Das hätte ich die eigentlich verklagen müssen. Das war schon eine harte Geschichte. So, ich habe danach bin ich da rausgegangen und wusste, warum machen das die Männer, aber irgendwie sind mir die Frauen dabei total abhanden gekommen, weil ich konnte mit denen auch da nicht kommunizieren. Das waren oft Frauen aus Rumänien und Bulgarien und ganz wenige Brocken Englisch. Und ich konnte auch nicht mit denen reden. Das war ja nicht mein Thema. Also ich musste mich auf die Männer konzentrieren. Und hab danach dann, bin ich auf einen Straßenstrich gegangen in Tschechien. Also der längste Straßenstrich der Welt, das ist auf der Europas, das ist auf der E55. Und hab da mit einem Streetworker, die ich auch schon von früher kannte, von einer anderen Arbeit, die da Kondome und so weiter verteilen, habe mit denen gearbeitet und habe die Frauen fotografiert. Hier habe ich nicht gefragt, warum machst du das, weil da kam immer die gleiche Antwort, weil ich Geld brauche, sondern habe gefragt, wovon träumst du? Und dann habe ich sie da fotografiert, wo sie arbeiten. Ich hätte sie auch auf den Betten fotografieren können, sozusagen als Äquivalent zu den Männern. Ich war auch im Bordell dort. Aber ich hatte schon in Stuttgart bei dem Herrn Rudloff, der jetzt übrigens wegen Überraschung, wegen Zwangsprostitution im Knast sitzt, ich hatte die da als sehr ortlos empfunden, die Frauen. Also die sind immer so, das waren immer neue, die sind immer verschoben worden, die waren immer in anderen Bordellen, die waren irgendwie so schutzlos und ortlos. Und dann habe ich gedacht, gehe ich für die Frauen nicht ins Bordell, sondern fotografiere die, die auf dem Straßenstrich arbeiten und genau da, wo sie arbeiten. Also es sind auch 9. Und die habe ich dann so bei einer Werkschau vor drei Jahren, habe ich die dann so so dass sie sich so gegenüber sitzen. Ja, diese Langzeitprojekte, wie gehe ich die an? Es sind tatsächlich immer die Fragen, die mich interessieren. Ich glaube, also ich würde sowas nie aus Kalkül machen, weil ich glaube, das merkt man auch und das ist auch uninteressant. Also ich finde, solche Projekte, wenn man sich sowas vornimmt, es muss einen immer unbedingt interessieren, was rauszufinden, finde ich. Also was zu erfahren. Also ob das jetzt die Nachbarin mit ihrem Hund ist, wo man sich einen Aspekt raussucht, der ihn interessiert oder sowas, ist, glaube ich, ziemlich egal. Ich glaube, Hauptsache, man interessiert sich dafür und will wirklich was wissen und was zeigen auch. Das andere, was natürlich wichtig ist, wie geht man bei sowas vor? Wie plant man sowas? Bei den Freiern war klar, ich muss ins Bordell. Es macht keinen Sinn, dass ich irgendwelche Menschen in ihren Wohnzimmern fotografiere, weil das macht optisch keinen Sinn.
Und ich treffe Freier auch tatsächlich nur da, wo sie sind. Und wenn ich die Frauen fotografiere, ebenso. Also, dass es so einen Sinn machen muss, an welcher Stelle die sind. Und natürlich muss man die Menschen dann überzeugen, sich zu öffnen. Also, dass man wirklich, wirklich sie ernst nimmt als Gesprächspartner auch. Das war bei den Frauen ebenso der Fall. Und ich glaube, man darf auch nicht so tun, also falsch spielen sozusagen. Das merkt man. Also ich glaube, das ist was ganz Wichtiges im Umgang mit solchen Projekten, die man mit Menschen macht, dass man sie wirklich ernst nimmt, egal was sie denken oder egal, ob man das gut findet oder nicht. Was ich nicht mache, ist, ich diskutiere nicht mit den Menschen. Also ich diskutiere mit den Freiern nicht und ich diskutiere auch mit den Rechten oder was auch immer mit allen anderen. Ich diskutiere nicht. Ich höre mir an, was sie sagen. Und ich sage nicht, ich bin aber dagegen oder ich sehe das aber anders. Ich sage einfach gar nichts, sodass ich sozusagen möglichst neutral bleibe, also die möglichst nicht beeinflusse in dem, was sie sagen. Jetzt machen wir mal, ich glaube, das schaffen wir das noch ganz schnell. Das ist eine andere, ganz andere Geschichte. Es ist eine Auftragsarbeit gewesen für ein Hilfswerk. Da bin ich mit einem Kollegen nach Papua-Neuguinea gefahren. Und weil wir erfahren hatten, dass es dort eine Schweizer Ordensschwester gibt, ein katholisches Hilfswerk war das, die gegen Hexenverbrennung kämpft. Also es gibt dort noch Menschen, die der Hexerei bezichtigt werden und die dann gefoltert und getötet werden. Und wir sind nach dieser langen Reise nach Papua, das dauert irgendwie unglaublich lange, bis man da ist. Wir haben 3 Tage gebraucht, sind dann am 2. Tag bereits in einen laufenden Hexenprozess reingeraten. Und das ist die Feuerstelle, wo wir erfahren hatten, dass 2 Tage vorher 2 Frauen gefoltert worden sind. Man muss sich das so vorstellen, dass Frauen oder auch zunehmend Männer als Hexen der Hexerei beschuldigt werden, wenn jemand im Dorf gestorben ist. Also da ist dann jemand plötzlich gestorben, man kann sich das nicht wirklich erklären. Auf 10.000 Menschen kommt ein Arzt und dann sagt man sich, das war die oder der. Hexenglauben ist wahnsinnig weit verbreitet. Also auch Richter, Ärzte, Polizisten, Politiker glauben dran. Und es wird natürlich aber auch oft benutzt, um Menschen loszuwerden. Also das ist auch eine beliebte Technik, sozusagen, um Menschen zu verjagen aus dem Ort. Wir haben die dann gefunden. Es hat einen halben Tag gedauert. Und dann, die war eingeschlossen in ihrer Hütte, ohne Wasser und ohne Versorgung. Sie heißt oder hieß Tenno. Und die hat also diese, mit glühenden Eisenstangen ist sie also so lange gefoltert worden, bis sie ein Geständnis machen sollte, das, was sie aber nicht getan hat. Sie hat nicht gestanden, und weil es nichts zu gestehen gab. Und ist dann eben deswegen eingeschlossen worden, damit man sie weiter foltern kann. Da kommen dann die Dorfbewohner, die sie gefoltert haben, und sagen und rufen dann, sie ist eine Sanguma, sie ist eine Hexe, sie muss sterben. Und Lorena hat versucht, sie irgendwie einerseits zu beruhigen, andererseits die Dorfbewohner davon zu überzeugen, dass man sie mit ihr gehen lässt, damit sie versorgt werden kann. Das hat sie dann irgendwann geschafft, da draußen. Dieser Mann da, der war der Wortführer eigentlich, der hat immer wieder gerufen, ihr dürft ihr nichts geben, ihr dürft ihr kein Medikament und kein Wasser geben. Und wir haben es dann irgendwie geschafft, oder Lorena hat es geschafft, dass wir diese Frau, dass sie transportiert werden konnte ins Auto, um sie dann in die Krankenstation zu schaffen. Ja, da ist sie dann, und die Schwester Mary, die da sitzt, ist aus dem gleichen Dorf wie sie ursprünglich und kennt auch die Leute. Ja, Tenno ist dann in der Nacht gestorben, weil sie so schwer verletzt war, dass sie das nicht überlebt hat. Das ist dann so ein tropischer Urwald.
Da leben die Menschen in totaler Abgeschiedenheit, sprechen 800 unterschiedliche Sprachen in dem Land. Und hier seht ihr Männer, die auf dem Weg zu einer Beerdigung sind. Also das erkennt man an dem Lehm, den die da haben. Und ich habe sie gefragt, woran ist er denn gestorben? Da haben sie gesagt, vielleicht an einem Herzinfarkt, vielleicht aber auch an Hexerei. Also das ist Stella. Die ist von ihren Brüdern der Hexerei angeklagt worden, weil sie einfach Erbin eines Teil des Landes werden sollte, als Lieblingstochter ihres Vaters. Und das sollte eben nicht sein. Und die ist seitdem geflohen und lebt mit ihrer Tochter an ständig wechselnden Orten seitdem. Das ist auch eine Gesellschaft, die sozusagen eine Frau gefoltert haben. Er hat die Frau von dem ganz Linken ist in der Geburt ihres 11. Kindes gestorben. Und er hat eben Margaret, eine andere Frau, die ihr gleich sehen werdet, beschuldigt, für den Tod seiner Frau verantwortlich zu sein. Das ist Margaret, die überlebt hat. Mit ihrem Sohn, der alles mit angesehen hat. Und das ist die andere Frau, die mit Tenno gefoltert worden ist, aber die konnte eben rechtzeitig mit der Hilfe von ihrem Mann fliehen. Ist auch eine überlebende Christina, die von der Schwester Lorena da gerettet worden ist. Wir waren dann noch auf so einer Friedensverhandlung von zwei verfeindeten Stämmen. Also man muss wissen, dass in Papua-Neuguinea die Menschen eine sehr geringe Aggressionsschwelle haben. Es geht sehr schnell, wird es handgreiflich Konflikte werden sehr schnell einfach mit Waffengewalt ausgetragen. Und das sind diese Friedensverhandlungen, wo auf der einen Seite des Sees die einen Leute sitzen und auf der anderen Seite die anderen. Und so sehen eben die Friedensverhandlungen dann aus. Man zeigt dann nochmal, was für Waffen man hat. Die Leute sind auch bewaffnet und in Kriegsbemalungen, die da zugucken, die dabei sind. Und dann gibt es so ein Reenactment, wo jede Seite noch mal zeigt, was sie so drauf hat. Wo man auch nicht so genau weiß, wie geht denn das jetzt hier aus? Also geht das jetzt hier gut mit diesen Friedensverhandlungen oder wird das schwierig? Aber Ausländer wie ich sind da völlig außen vor. Also die werden da, da gibt es überhaupt keine große Gefahr. Das ist so eine traditionelle Kleidung. Und das ist der Schluss von diesen Friedensverhandlungen. Die Arbeit, das ist zum Beispiel so eine Doppelgeschichte gewesen. Die Arbeit ist habe ich eben für dieses Hilfswerk gemacht und die ist dann auch, habe ich dann vorher schon an Chrismon verkauft, so an Zeitschrift, sodass man so ein bisschen größeren Öffentlichkeit dafür hatte. Ja, ich glaube, wir sind jetzt bei 34 Minuten. Ich wollte euch zwar am Schluss noch schön die Boat People noch mal zeigen, aber wenn ihr euch die angucken wollt, liegt da vorne auch ein Buch. Da gehe ich jetzt einfach nur mal so durch. Das ist ein Boot, was ich aus Burma gekauft habe und habe da Menschen drauf fotografiert. Es geht jetzt ganz schnell. Ich dachte erst am Anfang, es geht um Tod und Abschied und es wird irgendwie eine furchtbar traurige Geschichte. Und dann ist das aber irgendwie völlig entglitten. Ich glaube, es hat mit diesem Hund angefangen. Und ist irgendwie eher ins Lustige und Skurrile und Komische gekippt. Das sind so Manager aus Köln. Der Kölner Managerverband, glaube ich. Das sind zwei Jungs, die eigentlich im Teams aufgetreten sind als Frauen. Das ist Paolo, ein Pizzabäcker und ein Bär, den ich aus dem Frauenhaus. Hier wollte ich eigentlich dachte ich, so ein ganzes Boot voller Frauen, die im Frauenhaus wären. Und dann ist irgendwie dieser Bär nur übrig geblieben, der da auch im Frauenhaus saß. Dann habe ich den Bären genommen. Also manchmal sind ja irgendwie, entwickelt sich, hat das so ein Eigenleben. Das sind Nonnen, die bei mir um die Ecke wohnen, in einem Kloster. Wo hast du die gemacht, die Säle? Wo? Auf dem Rhein. Ich habe
die sind, der Hintergrund ist weggemacht. Aber die Leute sind wirklich auf dem Wasser. Du hast einfach dein Boot, was du gekauft hast, genommen und verschiedene Leute gefragt, ob sie damit quasi eine Runde fahren wollen. Ja, genau. Okay. Aber das Boot fährt nicht, das ist... Das, das der kleine Trick ist, dass es auf dem Podest steht. Das verrate ich aber eigentlich nicht. Das ist eine Gruppe von Japanern, die auf Köln-Besuch waren und die ich dann am Dom abholen musste mit dem Bus. Und dann dahin fahren zu dem. Und während ich da vorne stand und das mit dem Mikro und das erklärt habe, das Projekt, sind die alle eingeschlafen. Und ich hab da so gestanden, yes, I would like to tell. Und dann fingen die so an, so. Und dann habe ich irgendwie gesagt zu dem Busfahrer, was ist denn das? Und dann sagte der, machen Sie sich keine Gedanken, das ist Ihr Reisemodus, die wachen gleich wieder auf. Das sind zwei echte Messchen, die Leute sind alle echt. Da sind Ballerinas, da hinten ist mein Nachbar, der ist eigentlich Bildhauer und fand es auch gar nicht so richtig komisch. Letztes Bild. Wir sind wieder in Papua-Neuguinea, wie man sieht, so ungefähr sieht es da ja auch aus. Das Rodenkirchner Dreigestirn. Vielen Dank.